Willis Welt, neuer Meme-Kanal, checken wir mal aus, wurde mir auf Instagram herzlich empfohlen, Digga, wir schauen direkt mal rein. Ich würde sagen, rein in die Masse, Leute, jetzt wird erstmal wieder ein bisschen gelacht, ist doch klar. Oh man, I'm stuck. Hey Step Bro, I'm home. No. Mehr oder weniger ab und zu, da geht man von einer Agentur in die andere, hat aber noch nicht dürfen gehen. Und dann findet man, ah, da kann ich noch ein bisschen Geld rauspressen. Digga, no joke. Wenn wir ein Schweizer vor mir steht, ich verstehe nichts, Digga, ich verstehe nichts. Bevor ich ihn gehe, wollte ich aber noch ein Stutz haben. Ich schwöre auf meine Mutter, ich habe nichts verstanden. Dab, 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 dab. Wenn du Minderjährige liebst. Ach du Scheiße, Alter. Guck mal. Ordnungsamt ohne Maske, Nummer 1. ADAC ohne Maske, Nummer 2. Und jetzt? Kein 1,50 Meter Abstand, Nummer 3. Der Herr. Wo ist Ihre Maske? Hast du eine FFP2-Maske? Was? Kommst du mir so? Ich hab eine Maske allgemein. Wo ist Ihre Maske? Wir brauchen bitte so. Ordnungsamt hat mich gestern auch angefickt, Alter. Weil ich mit Nakani draußen war und Nakani hat auf den Bürgersteig gekackt. Ich gehe hin, will mich gerade bücken. Ordnungsamt sagt zu dir, das heben sie aber schon auf. Ich bin gerade im Begriff, mich zu bücken, mit der Tüte in der Hand. Ich gucke den Mann an und sag, ach so, ich wollte das eigentlich mit der Tüte jetzt nur anfassen, dann aber wieder liegen lassen. Digga, what the fuck? Das wird dokumentiert. Das wird dokumentiert. Koller, danke für deinen Schaff, Bro. Ich hab das aufgegeben. Ich kann's nicht. Es ist bitter. Same, Bro, same. Immer alles raus. Ich weiß auch nicht, wie ich es immer bis zum Ende des Monats schaffe, 150.000 Euro auszugeben. Ich check's nicht. Aber ich einfach ich. Digga, what? What? Hat er den gebissen? What? Und hier, ich habe hier eine Beule. Ich habe irgendwas an der Schulter. Ich weiß noch nicht genau, ob das was Ernstes ist. Ich zu der Möcke, die mich im 83 werft. Können Sie mal das Maul halten? Im Moment einfach das Maul halten. Ist so, Digga, ist so. Junge, bald wieder Sommer. Gar keinen Bock auf die Missgeburten. Alter, Dübel sind so was Geiles. Alter, Dübel, ich liebe Dübel. Ich liebe Dübel so sehr. So sehr, boah. Wirklich die beiden größten Weird-Champs. Ich habe so viel gedübelt jetzt in den letzten Jahren, Alter. Ja. Ich habe auch, ey, ohne Witz, ich glaube, das erste Mal richtig weggedübelt habe ich mich mit 23 oder so, oder mit 20 oder so. Und seitdem, klar, man dübelt immer so ein bisschen. Dübeln ist actually wirklich nice. Also wenn man mal wirklich dübelt, Leute, ich glaube, ihr habt noch nie richtig gedübelt, Mann. Das ist so nice. Und ich habe auch immer Bock, mehr zu dübeln. Ja, ist so. Man darf nur nicht zu viel dübeln, weil wenn man zu viel dübelt, Digga, dann ist es unangenehm. Das hat man damals gemacht. Ja, Nageln. Heute dübelt man. Genau, schon mit 12 konnte man nageln, ja. Aber richtig dübeln. Richtig. Und so richtig auch reinbohren, so richtig klar. Bist, ne? Millionen Euro Scheiß auf Party mit Fotzen. Ich hab mein Leben in der Straße versprochen. Ja, bei dir? Alles wunderbar. Wie viel machst du? 20 Blasen, 3. Oh, Digga, oh nee, komm. Komm, Digga, komm, nee, komm, nein, nein, nein. 40. MPU incoming. Was ist das? Nein, Chat, no joke, ich kiffe nicht. Ich meine wirklich tatsächlich Dübel in die Wand schrauben. Das meine ich, no joke. Ich schraube wirklich unglaublich gerne Dübel in die Wand. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Wenn ich kann, ich nehme eine Wand, ich nehme einen Dübel und ich nehme eine Schraube und ich schraube den ganzen Tag Dübel in die Wand. AKA, ich ficke unglaublich gerne. Ich bin so gerne am Ficken, Digga. Achso, okay. Kann ich auch ins Gesicht kacken? Just got the Lady Gaga Oreos. Digga, wer, was, was? Here goes my first bite. Oh my. Oh, oh my. Digga, what the fuck? Das scheint nicht so zu funktionieren. Salam alaikum. Malaikum es salam. Ah, Digga. Salam alaikum. Ja, wahrscheinlich zu fast schon damit gekommen. Der Typ ist eine richtige Missgeburt. Guck mal, der kann nicht mal richtig reden. Wie kann so jemand Streamer sein, der nicht mal richtig reden kann? Davon, er wäre. Simex wäre fast von davon. Simex wäre kommen davon. Simex wäre fast.
von damit. Digga, so ein Wichser. Z-Max wäre fast von der. Digga! Z-Max wäre fast von. Shake my head, so ein Weird Champ, Digga, so ein Weird Champ. Von damit. Z-Max wäre fast damit schade. Davon gekommen. Holy shit, schade. Alter. Schade. Ey, ihr wisst gar nicht, wie oft ich in der Schule irgendwas angezündet habe. Und ich rede da nicht von Zigaretten oder so. Ich habe wirklich in der Schule, keine Ahnung, Alter. Ich habe versucht, die Feuermelder mit dem Feuerzeug zu aktivieren. Hat nicht geklappt. Ich wollte mal, dass dieses Röhrchen da oben platzt, damit die ganze Schule unter Wasser ist. Habe mir nie Gedanken darunter gemacht, dass ich tatsächlich an der Stelle dann auch da vielleicht eine Anzeige für bekomme. Dann habe ich tatsächlich auf dem Schulhof immer wieder die Mülleimer versucht anzuzünden. Dann habe ich, was habe ich noch gemacht? Ich habe in der Schule auch mit so, oh Digga, das war ganz wild. Pass auf, ich muss es euch kurz aufzeichnen, ihr werdet es sonst nicht verstehen. Also, stellt euch vor, das hier ist dieses gelbe Ding vom Überraschungsei. Warte, ich mache es euch nochmal, damit ihr es wirklich versteht, weil ich meine, also, nicht, dass ihr dumm seid, Chat, aber ich muss es euch halt richtig aufzeichnen. Also, stellt euch vor, das ist das gelbe Ding vom Überraschungsei, so. Und dann haben wir immer am gelben Ding vom Überraschungsei, haben wir so einen ausgeschnittenen Feinliner dran gehabt, der war so, ne, so. Und dann war hier oben ein Loch drin, so. Und dann hat man hier in dem Loch mit einem Feuerzeug, hat man quasi das Gas reingemacht. So, das heißt, das ganze Gas hat sich hier so im Überraschungsei gesammelt. Und dann, meine Freunde, hatte man noch dieses Ding vom Feuerzeug, diesen kleinen Drücker mit diesem Draht drin. Wisst ihr, der den Funken erzeugt? Der war hier oben so drauf. So. So. Dann hat man das quasi angezündet. Das hat einen Funken erzeugt. So. Wisst ihr, was ich meine? Das Gas war da drin und das hier oben hat man wieder zugemacht. Das heißt, das Einzige, wo das Gas quasi rausgehen konnte, war hier vorne das Rohr. Und dann haben wir hier vorne in das Rohr einfach Stahl und irgendwelche Softair-Kugeln reingemacht. Und aus dem Rohr sind dann so richtig krasse Dinger rausgekommen. Also letztendlich haben wir quasi Gaspistolen im Unterricht gebaut. Wir haben einfach Waffen gebaut. Wir haben Waffen gebaut im Unterricht und damit gegenseitig beschossen. No joke, das Beste, was man schießen kann, Chat, ist folgendes. Ihr kennt Aktenordner. Aktenordner haben immer, passt mal auf, warte, Aktenordner haben immer so einen Metallstreifen. Ich erfinde das gerade nicht. Das ist wirklich echt. Das ist alles 100%ig echt, pass auf. Aktenordner haben immer hinten so einen Metallstreifen gehabt. Ich brauche diese Plastikaktenordner, wo sind die denn? Naja, warte mal, ich brauch den von vorne. Scheiße, wo sieht man den denn hier von vorne? Die haben vorne immer so ein. Mann, gönn doch mal von der anderen Seite. Ja, scheiß drauf. Pass auf. Aktenordner hier. Hier. Die haben hier vorne immer, hier an der Kante. Aktenordner, Mann. Von vorne. Sieht man das nicht irgendwie? Kann man das nicht irgendwie? Gibt's hier nicht ein Bild von einem Aktenordner von vorne, verdammte Scheiße? Ja, scheiß drauf. Also, die Aktenordner haben auf jeden Fall hier immer so eine Metallschiene dran gehabt. Und hier unten, hier, ihr seht das hier vielleicht, hier. Dieses Ding hier, das hier meine ich, diese ganz kleine Metallschiene. So, wenn man diese Metallschiene genommen hat und abgemacht hat, dann konnte man das tatsächlich so zusammenfalten und so anspitzen. Das war sehr spitz. Dann hat man ein Stück Radiergummi genommen, das Stück Radiergummi einfach so mit dem Feuerzeug rund gemacht und das dann da reingestochen. Und dann hat man halt ein Stück Radiergummi geschossen. Ja, also letztendlich, ja, wenn ich das jetzt mal so überlege, war das schon ziemlich krank. Also man hat dann einfach so ein Stück Radiergummi geschossen auf seine Mitschüler und vorne war so ein Metallpfeil drin, der so überscharf war und im Bein stecken geblieben ist. Und das alles aus einem Überraschungsei, einem Feuerzeug, dem Feuerzeuganzünder, bisschen Gas und einem aufgeschnittenen Feinliner. Ist absolut geil, Digga, absolut geil. Oder? Ist doch chillig, Digga, ist doch chillig. Wenn das jemand klippt, Digga, kriege ich wieder eine Anzeige davon. Ich will nicht, dass sich einer meiner alten Klassenkameraden meldet. Was haben die Lehrer dazu gesagt? Keine Ahnung, die haben sich immer gefragt, warum das Unterricht immer... Macht er. Immer so. Es tat schon weh, wenn man da so einen Metallsplitter. Also, no joke, die sind doch teilweise im Bein stecken geblieben. Das war wirklich nice. Ich weiß nicht, ob man im Knast ein Feuerzeug und ein Überraschungsei bekommt und ein Radiergummi, Digga. Aber Grüße geht raus an Peter an der Stelle. War das auf meinem Gymnasium? Digga. Nein, natürlich nicht. Also ja, das habe ich immer im Unterricht gemacht mit meinen Klassenkameraden. Ja, ich möchte nur bitte hier an der Stelle nochmal sagen, ich möchte nicht, dass das irgendwie in die Öffentlichkeit kommt, das bleibt unter uns, na klar. Ab sofort bin ich auf der dunklen Seite. Wie
Wie war das gerade mit Böse? Oh nein. Heilige Ölsardine, das sind Manta-Rochen und die Drecksackblase, die Erzfeinde unserer Superhelden. Gute Nacht, du alter Sack. And then what do I do with that? Turn it, just sort of face it towards the sky, not towards the cameras. Upside down? Upside down. I've Alles done it twice, you should have been watching. I wasn't watching. Das Ganze wieder. Digga, Mann, mach doch irgendwas richtig. Holen wir nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, nicht viermal, wir holen das Ganze fünfmal. Let's go, Digga. Ich freue mich so auf den fünften Lockdown. Ich freue mich so sehr, wenn ich 2043 endlich geimpft werde. Ich hab nix. Und du wirst jetzt so erschreckt sein. Guck jetzt. Oh, hoch, Digga, hoch. Ganz, ganz nach. Hochgenommen. Absolut hochgenommen. Das ist deine Nase hier sind überdimensional und du bezahlst deine Freundin. Mehr gibt's über dich nicht zu wissen. Doch, obwohl nee, das sind die beiden Sachen. Nee, das sind die beiden Merkmale, die es über dich zu wissen. Du hast den Platz auf meiner Stirn zufälligerweise auch noch. Ja, das ist ja völlig klar. Das ist ja auch nicht zu übersehen. Ja, das muss man ja gar nicht erst erwähnen. Relatable, absolut relatable. Wenn du zwischen 10 und 12 bist, dann schreiben wir. Wenn ihr zwischen 10 und 12 seid, lasst mich auf jeden Fall in Ruhe. Jo, ich glaube, es gab ein kleines Missverständnis. Das war nicht so gemeint. Digga, das ist so ein wilder Clip, holy shit. Als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich, also... Ich dachte, ich habe den das erste Mal gesehen. Guck mal, die Flasche fliegt einfach wieder da rein, weil sie keinen Bock hat. Bartfilter, Deutschrap Edition, Bushidos jeder... Ach du Scheiße. Boxy 45, danke schön, Bro. Siggi, was läuft? Thomas! Oh. Yo, yo, yo. Alright. Kolle, was geht, Digga? Kolle, der Bob, ja, Alter. Ja. Yo, Attitude. Digga, Flair sieht immer noch gefährlich aus. This is my sister. I put my sister on the step. Step sister. Nee, so funktioniert das nicht. Man kann nicht mit seiner Schwester dann Digga, mein linkes Ohr kriegt gleich einen Schlaganfall. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Das hat. Wenn ihr bei schönem Wetter im Park lernen wollt, aber am Ende nur darüber geredet habt, wie wenig Bock ihr auf Uni habt. Ganz gut geklappt, dann würde ich sagen, wollen wir morgen nochmal. Genau, richtig. Ja, will ich auch machen. Feierabend für heute. So. Keine Ahnung, kann ich nicht relaten. Ich habe nie studiert. What the fuck? Wo ist das? Mein Chat, by the way, auch nicht. Hier hat nicht mal jemand ein Abitur. Ja. Jetzt wird's auch langsam echt kalt hier. Oh Mann. Doch, haben wir. Ach komm, hör doch auf. Ich studiere Chemie. Ja, erzähl's wem anders. Notwendig. Damit im Notfall, wenn es brennt, keiner sieht, wo man raus muss. Finde ich wichtig. Das sieht bei jedem Fußballteam so aus, unabhängig vom Geschlecht, no front. Also ich glaube, das hat jetzt nicht unbedingt damit irgendwas zu tun. Deshalb, also, weiß ich nicht. Ein dick Shoutout an Frauenfußball an der Stelle. What the fuck? Weiß ich jetzt nicht. Digga, wie lange ist das? Moin, so schlecht wie du weiterhin verteilst, sollte es kein Problem für mich sein, die Sperre auszuspielen. Geil, Digga. Geil, Alter. Direkt VIP, Kapi. Topste, dankeschön. Was? Was? Ach, Digga, ich hab den Sound aus, ich Bastard. Geil, Alter. Das hab ich gefühlt gerade. Schatz, jetzt weiß ich, warum mein Ding so klein ist. Oh. Oh. Ah. Oh.
Bitte? Ja, leck weg. Bitte? Nein. Mann, du Hund. Walla. Und hier ist Elfkin zurückgeweicht. Ska. Digga, what the fuck einfach. Was ist das denn? Wie Junge. Alles okay? Ja. Bei dir? Ja, auch. Nee. Warum nicht? Ach, bei mir? Ja. Alles super. Nein? Ja, warum? Keine Ahnung, warum. Chillige Unterhaltung. Geht's hier scheiße? Mir geht's gut. Warum? Nein. Ja? Okay. Vielleicht. Hä? Nö. Junge, dein IQ hat wohl Zimmertemperatur oder was? Bruder, bei mir sind fucking Minusgrad, das siehst du. Es gibt aber doch dümmere Streamer als Danny, krass. Ah, warum funktioniert denn der scheiß Föhn nicht? Nee. Absolut keine geile Idee. Guck mal, das Ding ist halt, wenn ihr irgendwie Großeltern oder Eltern habt, wovon ich einfach mal an der Stelle ausgehe, dann nehmt jetzt alle das Handy von denen und er macht's halt einfach kaputt. Es wird hier nicht gefilmt. Wolltest du nicht mit uns reden? Ne, ich hab mir's anders überlegt. Ich habe überhaupt keinen Bock mit dir zu reden, Johanna Dieter, es tut mir wirklich leid. Hab bei meiner Mom direkt TikTok gelöscht, sehr gut. Ich fange Mathe an, ich teile euch jetzt mal eure Klausuren aus. Ich bin echt enttäuscht, ich musste weinen. Absoluter Real Talk. Hi. Du warst doch schon drinne. Ja, ich habe noch ein Talent. Dann zeig uns dein Talent. Ich habe dich gemalt, und zwar aber ein bisschen anders. Und zwar dich mit Ohren. So würdest du aussehen mit Ohren. Digga, der wird doch die ganze Zeit nur verarscht, Junge. What the fuck? Dein Ernst? Ja, du siehst doch viel schöner aus, so, oder nicht? Ik zou zeggen, ga er zelf ook even achteraan, want dit accepteer ik iets. Ja, maar dit is ja, dat is ook. Ja. Yo, pas doe je. En de groeten. Ja, je hebt het verkeerd gedaan. Nee. Nee. Dit is gewoon overdreven. Nee. Ja, je hebt het verkeerd om. Oh, waar ja. Goed. Is dat legaal, ja, ne? Wie komen ze daarop? Is zo. Und das ist ja schon eine steile These. Ist so. Warum ist das so? Weil es einfach so ist. Das ist einfach so. Das ist ja, es ist so. Ich hab's geschafft! This is called Sabrina's du Hund. Gaze. Ich hab's du. Geschafft! Die zeigt das Beste! Oh, schöne Bridge mit den Gitarren, ne? Ui. Also. Wurde weggehauen. Hand für ins Feuer. Hast du Vorstrafen? Nein. Hat Kollege actually Vorstrafen? Der hat doch Jura studiert. Sag doch mal, ja, um ehrlich zu sein, wir sind aber verjährt. Ne? Was denn? Wegen was denn? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich das Ganze mega schnell klärt und der wieder an seine Waren kommt und auch weiterhin importieren darf. Denn momentan ist er beim Zoll auf einer Blacklist. Das heißt, er kriegt gar nichts mehr. Oh nein. Und das ist natürlich eine Sache, die meiner Meinung nach überhaupt nicht fit geht. Frohes Neues euch allen. Frohes Neues. Cool, Flair, danke für deinen Zap. Diese Rakete ist für unser neues. So safe. Ich schwör auf meine Mutter, wir haben was Krasses gefunden. Ihr werdet mir niemals glauben. Wie heißt du? Fatima. Guck mal, Fatima heißt du, ne? Schreib mal jetzt in die Kommentare, aus welchem Land die kommt. Okay, ratet einfach. Aus welchem Land kommst du? Sierra Leone. Junge, die kommt aus Afrika! Okay. Du bist Albino, ne? Ja. Und wie selten ist das? Weißt du? Sehr selten. Okay. Ungefähr auf der Welt? Also von 100% sind vielleicht 10% Albino. Schade.
Das ist gar nicht mal so unselten. Scheiße. Und was kostet es? Nein, weniger als 10%. 5,3%. Junge. Einfach irgendwelche Zahlen sagen. Die meinte mir gerade, wenn ihr Finger verkaufen würde, was würde das kosten? 25.000. Hä? 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 Was? Digga, wenn ich mein Arschloch verkaufe, ist das nur ein Zehner wert. Es hat aber auch eine andere Vorgeschichte, da kann ich jetzt auch nicht so offen drüber reden. 25.000 für einen Finger, ich schwöre, welche Albine, ich hätte selber abgeschnitten. Ja, Digga, also, nee.